Tim Burton zelebrierte in Batman Returns seine persönliche Kinky Freak Show mit einem schwarzen Schleim kotzenden Pinguin und einer fetisch-sadomaso-hypersexualisierten Catwoman. Das fanden viele Werbepartner, vor allem aber McDonald's, überhaupt nicht cool, weil sich Spielzeug dadurch nicht so gut vermarkten lässt. Ronald McDonald war ein sehr trauriger Clown, Warner Brothers ebenso, denn wenn diese beiden Unternehmen eines lieben, dann ist es Geld. Und Tim Burton musste schließlich den Regiestuhl räumen. Ab jetzt sollte sich jemand um den Film kümmern, der auch tatsächlich einen Bezug zu Batman und den Comics hat. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, Tim Burton hatte weder Interesse an Batman, noch kannte er die Comics. Der neue Hahn im Stall hieß Joel Schumacher und dieser Schlawiner hatte einen ernsthaften Bezug zum Quellenmaterial. Long ago, when this whole thing started, Batman Year One, the Frank Miller comic, was always my favorite. And I was always hoping that I would do that one. Kurz zur Einordnung. Frank Millers Batman Year One von 1987 erzählt die Geschichte von Bruce Wayne und James Gordon. Bruce Wayne kehrt nach 12 Jahren nach Gotham City zurück und will dort erstmals als Batman für Ordnung sorgen. James Gordon ist die Korruption und Kriminalität in Gotham ebenfalls ein Dorn im Auge und er will ein guter Cop sein. Aller Anfang ist schwer und genau das thematisiert dieser Comic. Dabei zeichnet er ein realistisches Bild von Batman, es ist düster, brutal und dunkel. Ein sehr guter Comic, wenn ihr aber keinen Bock habt, den zu lesen, dann schaut euch einfach Christopher Nolans Batman Begins an, der greift diesen Comic an sehr vielen Stellen auf. Mein eigentlicher Punkt ist aber, mit Joel Schumacher sitzt da jetzt endlich mal jemand auf dem Regiestuhl, der sich wahrhaftig für den Charakter Batman interessiert. Joel Schumacher ist aber ein Ehrenmann, deshalb hat er vorher bei Tim Burton nachgefragt, ob es für ihn in Ordnung sei, wenn er das Projekt übernimmt. Tim Burton war froh, aus der Nummer rauszukommen und hatte eigentlich nur ein Problem. Er fand den Namen Batman Forever ziemlich bescheuert. Für Tim Burton war das ein Name, den man sich tätowieren lassen würde, wenn man betrunken oder auf Drogen ist. Man merkt, dass dieser Film vor den 2000ern spielt, als Arschgeweihe ihren Zenit hatten. Tim Burton beteiligte sich dann aber doch noch als Producer an diesem Film. Dass er allerdings wenig Einfluss auf den kreativen Prozess hatte, ist so eindeutig wie ein Corona-Test nach einem Festival. Der Ton von Batman Forever unterscheidet sich fundamental von Batman Returns. Der düstere, schwarze Gothic-Look weicht einem quietschbunten, neonleuchtenden Fiebertraum. Und genau an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Es gibt laute Stimmen, die sagen, dass Batman Forever und sein Sequel Batman und Robin die schlechtesten Comic-Verfilmungen sind, die jemals produziert wurden. Oh boy, hier werden Superlative verwendet. Die schlechteste Comic-Verfilmung aller Zeiten. Das klingt vielversprechend. Der Film steigt direkt mit Batman ein, der sich seinen brandneuen Anzug mit allerlei Bat-Gadgets vollstopft. Wir sind in der Bathöhle und das neue Batmobil fährt aus dem Boden. Und auch wenn ich das Batmobil aus Tim Burtons Filmen besser finde, hat dieser Film in den ersten 90 Sekunden Batman schon in einer zentraleren Rolle dargestellt als beide Tim Burton-Teile zusammen. Oh, diese Tim Burton-Filme, die sind für mich wirklich sehr schwer ertragbar. Und ich weiß, ich habe eure Kommentare gelesen, viele von euch feiern die mega ab und das ist auch völlig in Ordnung. Mir ist seit längerer Zeit bereits aufgefallen, dass die Community auf diesem Kanal sehr speziell ist. Batman macht sich auf die Socken, der gute Alfred bietet ihm aber noch butlergerecht einen Snack an. Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne ein Sandwich mitgeben, Sir. Ich esse unterwegs was. Spätestens nach diesem ersten Dialog ist wohl jedem klar, dass Batman Forever eine andere Gangart anschlägt als seine düsteren Vorgänger. Dieser One-Liner hat aber noch eine ganz andere Bedeutung. Ihr erinnert euch, McDonald's und andere Werbepartner waren mega angepisst, weil Warner Brothers mit Batman Returns einen Film produziert hat, an dem man kaum durch Spielzeuge und Merchandise Geld verdienen kann. Als Friedenserklärung für die Stakeholder macht Batman Forever jetzt direkt am Anfang klar, dass man dieses Mal keine Spirenzien treibt. Im Englischen im Original wird das Wortspiel bzw. die Anspielung auf Fastfood-Restaurants um einiges deutlicher. I'll get drive-thru. Drive-thru, versteht ihr? So wie das Drive-thru von McDonald's zum Beispiel. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ist Warner Brothers und Hollywood wirklich so ein krasses Bückstück für die Werbeindustrie? Ja. Batman kesselt mit seiner Karre nach Gotham, dort raubt gerade Harvey Dent aka Two-Face eine Bank aus. Bevor Batman Two-Face sein gespaltenes Gesicht poliert, schwingt er sich erstmal in die Umgebung einer heißen Blondine. Heißer Auftritt. Batmans neuer Love Interest ist dieses Mal Nicole Kidman. Die spielt die Psychologin Dr. Chase. Sorry, ich meine natürlich die Dr. Chase Meridian. Und boy, ihr Name ist Programm. Chase ist das englische Wort für jagen oder verfolgen. Und diese Alte hat genau ein Ziel, das sie verfolgt, einen Weg unter den Batgürtel zu finden. Scheiße, die ist so krass horny auf den Flattermann, ist es abgefahren. Oh,
Männer in schwarzem Gummi. Zumindest müssen die sich keine Gedanken um Verhütung machen. Batman trägt das Gummi ja immer direkt am Körper. Zurück zum Banküberfall und Two-Face. Batman betritt die Bank. Zuerst prügelt er sich mit den Raufbolden von Two-Face. Und anders als in den Tim Burton-Filmen, knallen die Fausthiebe und Tritte hier wirklich mal rein. Es gibt gut choreografierte Kämpfe, Batman legt richtig Hand an. Batarangs fliegen durch die Luft, sein Cape weht durch die schnellen Bewegungen um seinen Körper, Hightech-Waffen erzeugen lähmende Blitze. Nice. Aber es wird noch doller. Kurz darauf läuft Batman in eine Falle. Two-Face sperrt ihn in einen Tresor. Der Tresor hängt an einem Seil an einem Helikopter. In dem Tresor befindet sich Säure, die Batman töten soll. Gleichzeitig muss Batman einen Mann retten, der mit ihm im Tresor eingeschlossen ist. Batman kann sich befreien, danach klettert er über das Seil in den Helikopter, während der über der Skyline von Gotham schwebt. Im Helikopter kämpfen Batman und Two-Face, bis der Hubschrauber in einer riesigen Explosion in einem Gesicht der Freiheitsstatue explodiert. Geil. Das würde zumindest mein 12-jähriges Ich sagen. Und mal Hand aufs Herz, wir haben diesen Film doch alle geliebt als Kinder. Aber nun sind wir älter geworden, erwachsener, schauen Batman Forever aus der Perspektive von verantwortungsvollen, aufgeklärten, mündigen Menschen. Und als solche kommen wir natürlich nicht an der einzig vernünftigen Schlussfolgerung vorbei, nämlich, dass der Film auch heute noch übelst reinscheppert. Holy shit, geht der vorwärts. Das ist bis auf die Knochen freigelegte pure Unterhaltung. Wie kann das jemand nicht mögen? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals an meinem Windows XP Tower PC ins Internet gegangen bin und in Batman-Foren negative Stimmen zu diesem Film gelesen habe. Bereits als 12-Jähriger habe ich dann eine ausführliche Review formuliert, warum ich denke, dass dieser Film ein verkanntes Meisterwerk ist. Das denke ich mir nicht aus, das ist wirklich so passiert. Dementsprechend gebe ich zu, dass ich ziemlich befangen bin, was diesen Film angeht. Ich versuche das in der restlichen Review aber so gut es geht auszublenden und so objektiv wie möglich über diesen Film zu sprechen. Aber da spielt fucking Jim Carrey mit, Alter, der witzigste Mensch der Welt. Aber gut. Ich probier's nochmal. Die Action-Szene ist gut inszeniert. Leider fehlt ihr sämtliche Schwungkraft, weil wir keinerlei Motive kennen. Wir wissen weder, warum Two-Face ein so brutaler Verbrecher ist, noch warum sich Batman dazu auserkoren fühlt, Gotham City zu beschützen. Das führt leider dazu, dass die Eingangsszene Spaß macht, wir aber genauso schnell wieder entkoppelt sind, nachdem die Action vorbei ist. Ein wirkliches Mitfiebern findet nicht statt. Hinzu kommt die völlig übertriebene Performance von Tommy Lee Jones. Er lacht, schreit und hampelt herum, als wäre er auf Crack. Nicht mal der durchgeknallteste Joker würde so einen Affentanz machen. Die potenzielle Tiefe und Tragik dieses Charakters bleibt hier leider komplett unberührt. Ja, das stimmt wohl. Ist aber trotzdem geile Action. Am nächsten Tag besucht Bruce Wayne eines seiner Forschungsbüros. Da erwartet ihn bereits sein größter Fan, Edward Nigma, gespielt von dem genialen Jim Carrey. Nigma ist besessen von Bruce Wayne und will unbedingt so sein wie er. Er stellt ihm seine Erfindung vor. Ein Gerät, mit dem man die Gehirnwellen von Menschen manipulieren kann. Bruce Wayne gibt ihm eine faire Chance, seine Erfindung vorzustellen, aber Ed ist zu ungeduldig und Brucey gibt ihm einen Korb. Und darauf kommt Eddie überhaupt nicht klar. Ich war überzeugt, sie würden es verstehen. Edwards Chef will ihn daraufhin feuern, aber Ed gibt ihm eins mit der Kaffeekanne über die Rübe. Er schließt ihn an seine Erfindung an und stellt zufälligerweise fest, dass seine Erfindung auch das Wissen aus dem Gehirn des Angeschlossenen übertragen kann. Gleichzeitig haben sie danach Amnesie. Er kann also ungestört das Wissen aller Leute klauen, die seine Erfindung benutzen. Untermalt wird das mit der unvergleichlichen, einzigartigen, aber natürlich völlig durchgeknallten Performance von Jim Carrey. Was für ein Heuler! Edward wirft danach seinen Chef aus dem Fenster und vertuscht sein Verbrechen, indem er die Überwachungskameras manipuliert. Zur gleichen Zeit leuchtet das Bat-Signal über Gotham. Allerdings liegt kein Verbrechen in der Luft, sondern eher eine heiße, schlüpfrige Gefahr. Dr. Chase hat das Signal angeschaltet und sie verfolgt eindeutige Ziele. Sie wollen doch nicht unter meinen Cape, Doktor. Eine Frau kann nicht allein von Psychosen leben. Wow. Aber wisst ihr, was wirklich erschreckend daran ist? Ich finde den Charakter Dr. Chase bei weitem nicht so problematisch wie das Frauenbild in den Tim Burton-Filmen. Klar, auch in diesem Film wird die Frau zu einem unwichtigen Sideplot-Love-Interest degradiert. Allerdings sind die Dialoge und die Love-Story so extrem überzeichnet, dass man das einfach nicht ernst nehmen kann. Das ist alles so offensichtlich lachhaft, dass es einer Parodie bzw. Liebeskomödie ähnelt und sich dadurch scharf von sämtlicher Realität abtrennt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass dieser Film eher ein toxisches Männerbild vermittelt. Schließlich könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich die attraktive Dr. Chase nur an Batman heranmacht, weil er ein durchtrainierter, großgewachsener, maskuliner Mann ist. Gut, nachdem ich jetzt alle Ü40er mit diesem Vogue-Talk verjagt habe, kommen wir zurück zum Wesentlichen.
den Bat-Nippeln. Oh yeah, die sind legendär. Das Kostüm von Batman hat Brustwarzen. Eine Tatsache, die oft angeführt wird, um den Film in den Schmutz zu ziehen. Aber kaum jemand kennt die wahren Hintergründe. Joel Schumacher hat die Nippel sehr bewusst in die Kostüme einarbeiten lassen. Er hatte sich für die Kostüme Götterstatuen aus der griechischen Mythologie als Vorbild genommen. Naja, und Zeus, Poseidon, Ares, Apollon und Co., die hatten nun mal Nippel. Tja, ihr Hater. Schach und matt. Batman wird es mit Chase etwas zu schlüpfrig und er macht sich vom Acker. So ganz an ihr vorbei kommt er aber nicht, denn er besucht sie am nächsten Tag als Bruce Wayne. Bruce Wayne bekommt nämlich neuerdings anonym creepy Rätsel zugeschickt und will sich ihren psychologischen Rat über den Absender einholen. Falls ihr noch nicht selbst drauf gekommen seid, die Rätsel stammen natürlich von Edward Nigma, aka dem Riddler. Nach dem Business Talk kommt der Love Talk und die beiden gehen miteinander aus. Ihr erstes Date findet im Zirkus statt und heilige Mutter Gottes, schaut euch diesen Typen an! Man wird so fucking ripped, wenn man die Trommel spielt. Tja, und ich bin jetzt halt ein Lauch, weil ich meine Zeit bei Klavierstunden verschwendet habe. Danke, Mama. Im Zirkus gibt es einen Überraschungsgast. Two-Face, der droht alle umzubringen, wenn ihm niemand aus dem Publikum verrät, wer Batman ist. Und hier beweist Joel Schumacher ein weiteres Mal, dass er den Charakter Batman verstanden hat. Bruce Wayne zögert keine Sekunde und ruft: Ich bin Batman! Allerdings geht sein Geständnis im Geschrei und der Massenpanik unter. Batman ist sicherlich ein dunkler und furchtloser Rächer, der seine Feinde in Angst und Schrecken versetzt, aber er ist vor allem ein Held, der das Wohl der anderen Menschen immer über sein eigenes stellt. Er tötet nicht und würde sich selbst jederzeit aufopfern, um Unschuldige zu retten, wenn es keinen anderen Weg gäbe. Und genau das wird hier wunderbar porträtiert. Und wenn wir schon beim Thema wunderbar porträtiert sind, auch die Kulissen sind ein wahrer Genuss. Sämtliche Sets und Kulissen, die ihr in Batman Forever seht, haben physisch existiert. Von der gigantischen Zirkusmanege über die dreigeschossige Bathöhle bis hin zum Geheimversteck von Two-Face. Alles wurde aufwendig hergestellt. Teil des Konzepts der Sets waren außerdem die Practical Lights, also Licht, das im finalen Film sichtbar ist, aber eben auch der Ausleuchtung der Szene dient. Wenn ihr in der Zirkusmanege in den Hintergrund schaut, könnt ihr die schwenkenden Lichter deutlich sehen. Diese Ausleuchtung und liebevoll detailreiche Haptik der Kulisse geben dem Film eine Tiefe und Wertigkeit, die mit Greenscreen-Technik kaum zu erreichen ist. Natürlich sieht das an der einen oder anderen Stelle etwas nach Plastik und Pappmaché aus, aber wenn ihr mich fragt, erzeugen diese Art der Kulissen eine deutlich höhere Immersion als alle CGI-Effekte dieser Welt. Und auch Batman Forever hat einige Spezialeffekte verwendet, zum Beispiel Motion Capture. Also die Technik, wenn man Bewegung filmt und sie auf einen neuen Hintergrund einfügt. Und dieser Hintergrund, Gotham City, war auch als Miniaturstadt aufgebaut worden. Ganz Gotham mit seiner abgefahrenen Architektur stand also als 2-3 Meter hohe Miniaturstadt in einem Studio. Und für einige Action-Szenen, zum Beispiel als der Hubschrauber in die Freiheitsstatue kracht, wurden kleine Modelle verwendet. Leider gab es bei diesem Set-Wahnsinn dann doch ein Problemchen. To make a movie on this scale, you need enormous amount of space. I mean, this was Warner Brothers Studio. This got what, 40 stages. There wasn't a stage big enough to build our sets. Wir befinden uns also in einem wunderbaren Set der Zirkusmanege und Two-Face stellt eine Bombe scharf, die alle Gäste zerfetzen soll. Unter den Schaustellern befinden sich auch die Trapezakrobaten, die Flying Graysons. Die schaffen es, die Bombe rechtzeitig aus dem Zelt zu befördern, allerdings kommen dabei alle ums Leben, außer ihr Sprössling Dick Grayson. Bruce Wayne, dessen eigene Eltern ja ebenfalls von einem Psychopathen getötet wurden, adoptiert ihn daraufhin. Und, ihr wisst das ja eh schon, Dick Grayson wird dann später zu Robin. Sieh dir den Gauner an! Parkt tatsächlich im absoluten Halteverbot! Er darf da stehen, Robin. Der Wagen hat ein Diplomatenkennzeichen. Die vielen Diplomaten in unserer Stadt müssen wir zugunsten des Weltfriedens in Kauf nehmen. Edward Nigma beobachtet das ganze Spektakel im TV und sieht in Two-Face einen Verbündeten, der ihm helfen könnte, den verhassten Bruce Wayne zu demütigen. In seiner Butze schmiedet er allerhand verrückte Pläne und bereitet weirde Rätsel vor, die er Bruce Wayne schickt. Und lass mich nochmal betonen, wie stimmig die Wohnung des Riddlers ist. Ein langer, enger Gang, vollgestellt mit Hinweisen, Postern von Bruce Wayne und allerhand Technik-Schnickschnack. In der Mitte gibt es einen freien Gang, eine Visualisierung des Verstandes des Riddlers. Auch dort bewegt er sich inmitten von Chaos, bestehend aus Hinweisen und Rätseln und befindet sich immer am Rande davon, im Abgrund seiner eigenen unaufgeräumten Gedankenwelt verloren zu gehen. Ja, vielleicht war der Vergleich ein bisschen dick aufgetragen. Dick wie Dick Grayson. Der quartiert sich in die Hood von Bruce Wayne ein. Dort flext er vor Alfred erstmal mit seinen insanen akrobatischen Fähigkeiten, die ihn als Hausmann unverzichtbar machen. Nee,
Selbst ich kann diese Szene nicht schönreden. Nachdem Dick seinen Hausmannspflichten nachgekommen ist, schnüffelt er etwas in Wayne Manor herum und entdeckt die Bathöhle. Als triebgesteuerter Jugendlicher macht er das, wovon wir alle heimlich träumen. Er schnappt sich das Batmobil, um in der Innenstadt Chicks aufzureißen. Dabei gibt es nur ein Problem. Das ist nicht Batman! Wovon redest du, Baby? Das ist Batboy! Fun Fact, das Batmobil wurde eigentlich von einem Stuntman gefahren. In dieser Szene wollte Chris O'Donnell, also der Schauspieler von Robin, aber unbedingt selbst fahren. Und natürlich hinterließ dieses Manöver Spuren. Robin crashte in einen Bordstein und verbeulte den Kotflügel des Batmobils. Hätte Robin da lieber mal auf den 60er-Jahre-Batman gehört. Denk immer an die Sicherheit im Straßenverkehr. Sicher, Batman, du hast wohl recht damit. Wie der Zufall es will, wird in der Nähe des Batmobils gerade eine hübsche junge Frau von einer Rape-Gang gegroomt. Da kann der Batboy gleich mal zeigen, wie hart seine Bizeps wirklich sind. Es gibt eine in Neonlichtern ertrinkende, gut choreografierte Kampfszene, Batboy bekommt aber auf die Schnauze. Gut, dass Daddy Batman zum richtigen Moment auftaucht und das kleine Rotkehlchen aus der misslichen Situation befreien kann. Zu Hause in der Bathöhle gibt es dann eine Aussprache und es gibt die alte "Rache ist auch keine Gerechtigkeit und sie wird deine Eltern auch nicht zurückbringen" Ansprache. Du kannst es nicht verstehen. Deine Familie wurde nicht von einem Irren getötet. Doch. Wenn dich einer verstehen kann, Jungchen, dann ist es sicherlich Bruce Wayne. Während zwischen Bruce Wayne und Dick Grayson eine zarte Partnerschaft aufkeimt, treffen auch Edward Nigma, der sich mittlerweile Riddler nennt, und Two-Face aufeinander. Eddie hat sich in seine engste, grünste und peinlichste Leggings gequetscht und besucht Two-Face in seinem Versteck. Er schlägt ihm den Deal vor, dass er ihm hilft, Batman zu töten, wenn er im Gegenzug durch Raubüberfälle Geld besorgt, damit er seine Gedankenklau-Erfindung vermarkten kann. Man wird sich einig, aber ich würde sagen, die beiden führen trotzdem eine sehr toxische Partnerschaft. Komm zur Sache, LaForge. Wie viel davon gespielt und wie viel davon echte Abneigung war, ist übrigens nicht ganz klar. Es gibt verschiedene Interviews und Quellen, die bestätigen, dass Tommy Lee Jones Jim Carrey ziemlich scheiße findet. Es gab nie öffentlichen Beef zwischen den beiden, aber Jim Carrey erzählte in einem Interview von einer Situation, die er mal mit Tommy Lee Jones erlebt hat. He said, "Hey Tommy, how you doing like that?" And the blood just drained from his face. Like, he must have been in mid-kill me fantasy or something like that. He was like, ha, 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 like this, and he went like to hug me and yeah. He said, "I hate you. I really don't like you." And I pulled up a chair, which probably wasn't smart. And he said, "I cannot sanction your buffoonery." Ihr merkt natürlich an der Art und Weise, wie Jim Carrey das erzählt, dass man nicht so genau weiß, was davon jetzt ironisch gemeint ist und was davon der Wahrheit entspricht. Nach meinen Recherchen kann ich aber sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass diese beiden Gringos auf keinen Fall Freunde sind. Und ganz ehrlich, Tommy Lee Jones hatte auch wirklich keinen Grund, besonders gut gelaunt zu sein. Erstens spielt er den dümmsten und schwächsten Charakter des gesamten Films, zweitens wurde er in diese Rolle reingetalkt und drittens entspricht die Figur von Two-Face überhaupt nicht den Rollen, die er sonst als Schauspieler wahrnimmt. Gehen wir das kurz einzeln durch. Harvey Dent aka Two-Face ist einer der wenigen Schurken im Batman-Universum, der eine nachvollziehbare und sehr interessante Charakterentwicklung durchmacht. Ein Paradebeispiel, wie sein Werdegang vom überambitionierten Staatsanwalt von Gotham zum psychopathischen Two-Face spannend erzählt wird, ist die Batman Animated Serie von 1992. Wir lernen Harvey Dent als Staatsanwalt und Menschen kennen und lieben. Als er dann dem Wahnsinn verfällt, ist es umso tragischer. Seine innere Zerrissenheit und seine Motive bleiben uns bekannt, das macht ihn weiterhin interessant. Two-Face aus Batman Forever allerdings ist einfach nur oberflächlich und bescheuert. Wir wissen gar nichts über ihn, außer, dass er früher Anwalt war und er Säure ins Gesicht bekommen hat. Warum er besessen ist von seiner Münze oder warum er mit so großer Brutalität Verbrechen begeht, es ist völlig unklar, übersimplifiziert und kontextlos. Harvey Two-Face is a very complex villain. Ja, lieber Joel, da gebe ich dir prinzipiell recht, aber sicherlich nicht in deinem Film. Ich meine, hört euch mal seine Begründung an. Because he is one side good and one side very evil. Wenn das Level der Komplexität ist, das Joel Schumacher mit Two-Face in seinem Film erreichen wollte, ja gut, dann hat er es geschafft. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich Two-Faces Performance in dem Film auf albernes Rumgehampel und peinliches Gejohle beschränkt. Ich habe bei weitem nicht alle Filme von Tommy Lee Jones gesehen, aber ihn hätte ich niemals in so einer Rolle gesehen. Für mich ist er der coole, grantige Mann, der immer weiß, was zu tun ist. Aber gut, das spricht ja eigentlich eher für ihn und seine Fähigkeiten als Schauspieler, dass er sich auch mal an andere Rollen ranwagt. Es ist ja nicht so, dass er von Anfang an keinen Bock auf diesen Film gehabt hätte. So I sent him overnight the script. He said, "I don't get it. I don't get it. Why do you want me in this picture?" I'd never heard of Harvey Two-Face, even though I'd read the comic books when I was a child. Tommy Lee Jones kannte weder Two-Face den Charakter, noch dachte er, dass er in den Film reinpasst, nachdem er das Drehbuch gelesen hat.
Warum zur Hölle hat er dann da mitgespielt? But my son knew who he was immediately and was very enthusiastic about the movie. In fact, he was enthusiastic about it sooner than I was. And it was his enthusiasm that was decisive for me, really. Die einen Belger quengeln an der Kasse. Die anderen überzeugen ihre Eltern, in einem Millionen-Dollar teuren Film mitzuspielen, in einer Rolle, auf die sie gar keinen Bock haben. Naja, Kinder. Man muss sie einfach lieben. Der Riddler und Two-Face schmieden also eine Allianz. Genießen wir noch das wunderbare Set des Hauptquartiers von Two-Face, räumlich getrennt in Gut und Böse, sauber und dreckig, schön und hässlich, Yin und Yang. Und falls euch das entgangen ist, seine eine Gehilfin im weißen Gewand wird von niemand Geringerem gespielt als Drew Barrymore. Ist das ein blöder Scherz? Durch das gestohlene Geld kann der Riddler seine Erfindung in Massenproduktion geben. Er baut sich ein kleines Imperium auf und wird in kurzer Zeit zu einem berühmten und bekannten Geschäftsmann. Jeder will seine Erfindung im Wohnzimmer stehen haben, denn sein Gerät imitiert einen 3D-Effekt. Oder so ähnlich. Was das Ding jetzt genau macht, ist eigentlich egal. Wichtig ist, der Riddler hat damit Zugriff auf das Wissen aller derjenigen, die das Gerät benutzen. Edward Nygma gibt eine Gala und natürlich ist auch Bruce Wayne eingeladen. Den verachtet er weiterhin, weil er ihn damals abgewiesen hat und macht daraus auch keinen Hehl. Die Presse möchte liebend gern erfahren, wie man sich so als ausgeschalteter, ausgestochener, ausgelachter, in jeder Hinsicht ausgedienter Außenseiter fühlt. Eddie will, dass Bruce Wayne seine Maschine ausprobiert, damit er an seinem Gehirn lutschen kann. Bruce zögert, aber der Riddler trickst ihn aus, wodurch er doch kurz dem Gedankenklau ausgesetzt ist. In dem Moment crasht aber Two-Face die Veranstaltung, unangemeldet. Du ruinierst meine Party! Bist du denn Wahnsinn? Und wo Two-Face auftaucht, da darf natürlich auch die Fledermaus nicht fehlen. Jeder gute Superheldenfilm braucht ihn. Den random Typ in der Masse, der auf den Superhelden zeigt und ausruft, was alle denken. I love it. Es folgt ein Neonlicht, Blitzgewitter aus soliden Fausthieben, wehenden Ledermänteln und einer überraschend gut gealterten CGI-Szene, in der Batman vom Dach springt. Ich meine, das ist von 1995. Für die Zeit sieht das insane gut aus. Da gibt es selbst heutzutage noch schlechter aussehende Rendersequenzen in Videospielen. Bei der ganzen Action vergisst Batman aber nicht, noch ein Sex-Date mit der horny Dr. Chase auszumachen. I told you that bitch crazy. Two-Face ballert Batman mit einem Raketenwerfer über den Haufen, der versteckt sich daraufhin wie ein Hobbit unter seinem Umhang und kann die Flammenwalze dadurch überleben. Er wird dann aber trotzdem von herunterfallendem Schutt begraben und scheint verloren. Doch da taucht Robin auf und zieht ihn aus dem Schlamassel. Weil Batman ein übertriebener Einzelgänger ist, faltet er Dick erstmal zusammen, warum er sich so in Gefahr begeben hat. Erregt von dem Streit, zieht er sich wieder sein Gummi an und macht sich auf den Weg, um bei dem Treffen mit Chase ordentlich Druck abzulassen. Das Fangirl wartet bereits auf ihn, natürlich nackt. Was ich mir nicht ausgedacht habe, die war in der Szene wirklich nackt. Die beiden schauen sich bedeutungsschwanger an und obwohl Chase den kleinen Flattermann so hart geteased hat, macht sie im letzten Moment einen Rückzieher und findet dann doch heraus, dass sie mehr auf Bruce Wayne steht. Denn... Was soll ich sagen? Er ist nicht wie du. Korrekt. Bruce Wayne ist nämlich stinkend reich. Gold-Digger-Alarm! Das Schäferstündchen mit Chase muss Batman also auf später verschieben, wenn er seine Montur abgelegt hat. In der Zwischenzeit hat Two-Face richtig schlechte Laune, denn er erfährt aus der Zeitung, dass Batman sein Attentat überlebt hat. Sogar gleich doppelt. Der Blattmacher und CVD muss gesoffen haben, denn auf der Titelseite steht zweimal der gleiche Artikel mit unterschiedlichen Überschriften. Sein Schmerz verklingt aber schnell, denn Edward Nygma hat die Daten ausgewertet, die sein Gerät gemacht hat, als Bruce Wayne damit verbunden war. Dadurch erfahren die beiden, dass Bruce Wayne Batman ist. Sie verlieren keine Zeit und überfallen direkt Wayne Manor. Bruce war gerade dabei, Chase in Fahrt zu bringen, da zerstören der Riddler und Two-Face das Vorspiel. Sie entführen Chase und legen die Bathöhle in Schutt und Asche. Katastrophismus! Two-Face und der Riddler lassen Bruce Wayne ohnmächtig in seiner Hütte liegen und hinterlassen ihm noch ein Rätsel. Warum Two-Face Bruce nicht tötet, obwohl er den kompletten Film über davon besessen war, ihn umzubringen? Man weiß es nicht. Bruce und Alfred können das Rätsel lösen und finden dadurch heraus, dass Edward Nygma der Riddler ist. Bruce teamt dann doch mit Dick ab und gemeinsam machen sie sich dann als Batman und Robin auf die Jagd, die beiden bösen Buben zu stoppen und die entführte Dr. Chase zu retten. Robin steigt in das Batboot, Batman nimmt den Batwing. Und wie der Film gestartet ist, mit völlig überzeichneter Action, die aber mega unterhaltsam ist, so endet er auch. Seeminen zerstören das Batboot, gleichzeitig schießen Blitze auf den Batwing. Robin rettet sich aus dem Boot und wird von Tauchern mit Harpunen angegriffen. Batman kommt ihm zur Hilfe und beschießt sie mit einem Netz. Die beiden betreten die Insel des Riddlers, dort erwartet Two-Face bereits Robin, während Batman in eine Falle des Riddlers tappt, bei der eine mit tödlichen Spitzen besetzte Plattform ihn aufspießen soll. Es ist, als würde man sich in einem abgefahrenen Videospiel befinden. Und ja, zugegebenermaßen, es ist schon verdammt flach,
Aber es macht eben auch verdammt viel Spaß. Genauso actionbeladen wie das Finale ist, ist es auch dämlich. Two-Face geht alleine nach draußen und lässt es auf einen Faustkampf mit Robin ankommen. Warum interessiert er sich jetzt auf einmal für Robin? Und wie kann der denken, dass er den packen kann? Junge, 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 die Figur Harvey Dent ist inkonsistenter als die Star Wars Trilogie von J.J. Abrams und Rian Johnson. Und Mamma Mia war die beschissen. Robin ist drauf und dran, Rache an Two-Face zu nehmen, weil er ja seine Familie getötet hat. Im letzten Moment sieht er aber ein, dass der Weg falsch ist und rettet Two-Face davon, in den Tod zu stürzen. Der nutzt diese Schwäche direkt aus und nimmt Robin gefangen. Und das führt uns zum finalen Showdown. Der Riddler zwingt Batman, sich dafür zu entscheiden, wen er retten will. Seinen neuen Partner Robin oder seine geliebte Chase. Und Freunde, egal was man Batman Forever vorwirft, dieser Film ist so sehr Comic, mehr geht nicht. Batman wird durchgehend in diesem Film vor unlösbare Aufgaben und Hindernisse gestellt und schafft es dann aber doch, sie souverän zu lösen. Und genau das ist die Essenz jedes Batman-Comics. Zumindest einem Großteil der Comics von 1950 bis 1980. Und das große Finale erfüllt all das und garniert es noch mit legendären Dialogen zwischen Batman und dem Riddler. Warte! Ich habe ein Rätsel für dich. Batman schafft es, den Riddler durch ein Rätsel abzulenken, danach zerstört er sein Gerät und kann sowohl Chase als auch Robin retten, bevor sie in den Tod stürzen. Und was Two-Face angeht, dessen Abgang ist genauso billig und uninspiriert wie der gesamte Charakter während des gesamten Films. Er will Batman erschießen, wirft vorher aber natürlich noch seine Münze in die Luft. Batman wirft gleichzeitig mehrere andere Münzen auch in die Luft. Das verwirrt ihn so sehr, dass er stolpert und in den Tod stürzt. Selbst ein Sechsjähriger hätte das nicht schlechter schreiben können. Two-Face in Batman Forever ist einer der verschwendetsten und schlechtesten Filmfiguren, die es jemals gab. Und ich habe das Gefühl, das muss in dieser Review an einer Stelle auch mal ganz deutlich ausgesprochen werden. Edward überlebt, sein Gehirn ist aber durch die Explosion gebrutzelt worden und er kommt gar nicht mehr klar. Später kommt er in die Irrenanstalt Arkham Asylum. Zu guter Letzt gibt es dann noch eine rührselige Szene, in der sich Chase und Bruce küssen und Alfred grinsend zuschaut. Oh, Alfie, du kleiner Lustbock. Übrigens war Nicole Kidman sehr stolz darauf, dass sie Batman küssen durfte. I think I'm the first female character in Batman who gets to kiss Batman. Moment. Vicky, die Journalistin aus Teil 1, hat definitiv Batmans Blümchen schon gepflückt und auch Catwoman durfte mal lecken. Und jetzt könnte man diesen Film als einen mittelklassigen Genrefilm zur Seite legen. Allerdings gibt es ein Kapitel, das wir noch überhaupt nicht besprochen haben. Dieser Film ist bunt, schrill und richtet sich an Kinder- und Comicfans. Die Sache ist aber die, der Director's Cut des Films schlägt einen ganz anderen Ton an. Dazu muss ich etwas ausholen. Ich hatte euch erzählt, dass Joel Schumacher ein großer Fan des Comics Batman Year One von Frank Miller ist. Der Ton dieses Comics unterscheidet sich aber fundamental von Batman Forever. Wo ist dieser Anteil im Film geblieben? Es gibt während des Films immer wieder kurze Rückblenden aus Bruce Waynes Kindheit, wie er mit dem Tod seiner Eltern umgegangen ist oder wie er in einer Höhle unter Wayne Manor eine Fledermaus sieht. Diese Ausschnitte wirken wie Fremdkörper in dem Film. Allerdings war Joel Schumachers Plan, dass diese Geschichte den Kern des Films ausfüllt. In seiner Vision sollte es um das Trauma von Bruce Wayne gehen, der sich schuldig an dem Tod seiner Eltern fühlt, was ihn zu Batman gemacht hat und wie er heute damit umgeht. Aus diesem Grund ist der Love Interest in dem Film auch eine Psychologin. Sie sollte ihm helfen, sein Trauma weiter zu erkunden. There was a whole section of the movie where Bruce then returns to the cave and sees that giant bat. Val sort of spread his arms and the bat spread his arms, a very sort of gothic component of the movie, quite dark. It was a much more complex, really kind of fun, but much darker version of the movie. Ihr wollt mir also erzählen, es gibt einen Director's Cut von Batman Forever, der sich auf düstere Art und Weise mit der Vergangenheit von Bruce Wayne beschäftigt, indem es eine riesige creepy Fledermaus gibt. Leute, wir reden nicht über den gleichen Film. Bitte? Den Ausschnitt mit der riesigen creepy Fledermaus gibt's sogar schon online? Was? Es ist kaum zu glauben, aber verschiedene, glaubhafte Quellen, unter anderem der Co-Drehbuchautor von Batman Forever, bestätigen, dass es einen Director's Cut von Batman Forever gibt, der satte 170 Minuten umfasst und dem Film einen komplett neuen Spin geben könnte. Joel Schumacher ist anfangs wohl auch mit dieser Schnittfassung an den Start gegangen, das Studio wollte aber nach dem Werbefiasko von Batman Returns keine Risiken mehr eingehen. Und ein dunkler, gebrochener Held, der auf gruselige, menschengroße Fledermäuse in einer surrealen Traumsequenz trifft, klingt nachvollziehbarerweise nicht so super gut, um es an Kinder zu vermarkten. Hoffen wir mal, dass es sich dabei um keine Legende handelt und dass der Schumacher-Cut irgendwo in den Katakomben von Warner Brothers darauf wartet, irgendwann das Licht der Welt zu erblicken. Bei Justice League hat das Studio ja auch irgendwann den Snyder-Cut nachgelegt.
Joel Schumacher selbst wird in dieser Hinsicht aber keine Steine mehr ins Rollen bringen. Er ist nämlich leider 2020 verstorben. Wenn ihr Bock auf den Director's Cut habt, dann schreibt mir doch mal Hashtag Release the Schumacher Cut in die Kommentare und wir widmen uns jetzt dem Fazit und der Bewertung. Reden wir mal Klartext. Ist Batman Forever ein filmhistorisch wichtiger Film wie Tim Burtons Batman von 1989? Sicherlich nicht. Ist er trotzdem einer der besten und treuesten Comic-Verfilmungen, die es gibt? Oh ja. Und wenn ihr euch gerade an eurer Pepsi Light verschluckt habt, als ich das gesagt habe, ihr habt richtig gehört, Batman Forever ist einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Es gibt drei Arten von Comic-Verfilmungen. Nummer 1, der Regisseur drückt seinen eigenen Stempel auf das Grundmaterial. Das haben wir bei den Filmen von Tim Burton, Christopher Nolan und Matt Reeves gesehen. Die haben sich die Comics als grobe Vorlage geschnappt und dann ihr eigenes Ding durchgezogen. Variante 2 ist der völlig entstellte Film, der auf Profit- und Studiowünsche abgestimmt ist, etwa diese Abscheulichkeit von Batman wie Superman. Und dann gibt es noch die Verfilmungen, die sich nah an die Comic-Vorlage halten und einen Film für die Fans machen. Diese Filme sind meistens animiert, hin und wieder gibt es aber auch einen Echtfilm. Und so eine Perle ist Batman Forever. Dieser Film ist so sehr Comic, mehr geht nicht. Das startet bei der Optik. Alles ist so schrill und bunt, man hat das Gefühl, man blättert in einem Comic, der mit Neonfarben gezeichnet wurde. Jede neue Szene entführt uns in eine neue, originelle Umgebung. Superhelden-Comics, vor allem die frühen aus den 40er, 50er und 60er Jahren, aber auch heute noch, sind nicht dafür bekannt, ein besonders gutes Storytelling zu haben. Meistens überschlagen sich dort die Ereignisse, ein Plot-Twist jagt den nächsten und alles wird mit einer Over-the-Top-Action untermalt. Und naja, merkt er selber, oder? Genau dieses bildgewaltige Blitzlichtspektakel an Schlägereien, Explosionen und Kämpfen gibt uns auch Batman Forever. Scheiße, der Film gibt uns sogar gleich drei ikonische Bat-Vehikel: das Batmobil, Batwing und das Batboot. Welcher Comic-Nerd bekommt da keine feuchte Unterhose? Natürlich sind Jim Carrey als Riddler und Tommy Lee Jones als Two-Face völlig entkoppelt von jeglicher Realität. Von ihren Kostümen bis hin zu den One-Linern, sie bewegen sich sehr nah am Abgrund, der direkt nach Cringe Island führt. Allerdings ist die Schlagzahl an Skurrilität, mit denen uns dieser Film penetriert, so hoch, dass wir keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Egal wie dämlich das alles ist, wie wenig Sinn der Charakter Two-Face macht, wie absurd die Love-Story der Psychologin ist, es spielt alles keine Rolle, denn jede Sekunde dieses Films ist pure Unterhaltung. Und das liegt nicht nur an der besonders schrillen Optik, sondern auch an der aufwendigen und liebevollen Inszenierung aller Kostüme, Sets und Kulissen. Jede Szene und Bühnenbild ist wie eine perfekt durchchoreografierte Broadway-Show. Batman Forever hat mich sehr an A Nightmare on Elm Street 6 Freddy's Dead erinnert, denn auch der ist selten dumm, aber eben auch solide Unterhaltung. Ich verstehe, wenn man mit dieser Art von Film nichts anfangen kann, denn sowohl Anspruch als auch Charakterentwicklung findet man in diesem Film eher nicht. Schnappt euch Popcorn oder eine andere biochemisch wirksame Substanz eurer Wahl und zieht euch Batman Forever rein. Batman Forever ist knallige Unterhaltung, ohne jeglichen Anspruch, aber das auf höchstem Level. Ich gebe dem Film 7,5 von 10 Punkte. Meine sehr positive Meinung zu Batman Forever hat vielleicht den einen oder anderen verstört. Was ist eure Meinung zu dem Film? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier oben noch andere Reviews zu Batman. Hier gibt es noch generell andere Videos und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Dann gibt es jede Woche neue Rätsel. Okay, das war gelogen. Hier gibt es keine Rätsel, aber es gibt neue Videos. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.